Dann sage ich doch mal hallo und herzlich willkommen zurück zu Workers and Resources Soviet Republic in unserem wunderschönen, tief eingeschneiten kleinen Stichchen. Und das ist Sonntagmorgen, nicht? Kleines Kaffee-Streamchen. Ich weiß nicht, wer schon wach ist, wer sich hier schon hier verirrt hat. Der Katrachal, guten Morgen. Moin, moin. Schön, dass du reinschaust. So, und jetzt ist die Frage, was haben wir letztes Mal gemacht? Was wollten wir eigentlich machen? Mein PC läuft gerade ein bisschen amok. Warte, Sekunde. Ich muss kurz mal hier Bescheid sagen, wie der Hase läuft hier. So, jetzt. So, ich weiß gar nicht, was wir gemacht haben. Oh, warte mal, was ist hier noch drin? Da ist ein bisschen was drin. Okay, das wird auf jeden Fall verheizt, wird verbraucht. Da ist Schnick. Ist klar, weil die haben nichts zu tun. So, die haben ein bisschen Pflanzen, ein bisschen Viecher sind da. Auch nicht schlecht. Ich meine, wir machen ja Plus müssen wir irgendwo machen, weil Kohle ist da. Nicht? Das ist ja schon mal gar nicht schlecht. So, Fluchten haben wir höchstwahrscheinlich auch nicht. Haben wir Fluchten? Nee, null. Ist ja großartig. Colonel Hogan, guten Morgen. Sag mal, seid ihr aus dem Bett gefallen? Ist ja fantastisch. So, was haben wir hier? Leute sind zufrieden, glücklich und das ist ja. Du drehst ja durch. Wie kann denn das so mal sein? Irgendwas ist ja kaputt. Das ist ja nicht zu fassen. Und das steigt auch über die Universitätsbildung. Mein Gott, das ist ja nicht zu fassen. So. Sekunde mal, Freunde, ganz eine kleine Sekunde. So. Nicht, dass sie mir eine Erkältung ranholt. Mein Gott. So ein bisschen Nase ist ein bisschen betäubt. So, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Das ist weiß hier. Da gehört eine Straße hin. Früher war da mal eine Straße auf jeden Fall. Icky! Moin, moin, schönen guten Morgen. Fluchten habe ich schon immer gehabt. Fluchten sind schon immer da. Fluchten hatte ich schon immer. Also bis jetzt, toi, 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 ne? Es klappt. So schlimm war es bis jetzt noch nicht, aber wie gesagt, ne? Warum ist hier die, was ist hier denn los? Wo ist denn der Knecht, der hier die Straße reinigen soll? Mein Gott, wenn man nicht alles selber macht, ne? Sind hier keine Autos drin oder was ist los? Doch, doch, doch. Vier Stück an der Zahl. Dann macht mal hinne, Freunde. Dann hat denen irgendwas nicht gefallen. Ja, deswegen flüchten sie ja auch, ne? Also die flüchten ja nicht, weil sie da Spaß zu haben, sondern weil da irgendwas nicht in Ordnung ist. Was haben wir hier denn? Da haben wir hier eine Tür. Da sind ja Professoren sogar. Ist ja nicht zu fassen. Ganze fünf. Ich weiß nicht, wo die herkommen, aber... Ach ne, wir haben ja hier auch... Ja genau, da ist doch eine Bushaltestelle. Großartig. So, wohnt hier auch jemand? Natürlich nicht. Temperatur ist zu... Ach ja, klar. Hey, Leute, das kann doch nicht sein. Das sind 14 Grad in der Bude. Was wollt ihr eigentlich? Und mal nicht so, ne? Mal nicht so, ne, übertrieben. Das muss schon reichen. Wir können ja mal gucken, was haben wir denn hier? Temperaturen. So, 16 Grad ist ein bisschen knapp, ich weiß, das sehe ich selber ein. Hier die Wohngebäude sind okay, ne? da hat sich wohl gestern Abend im Garten erkältet. Ja, das stimmt. Das war echt ein scheiß Wetter da, muss ich aber sagen, ne? AKW ist immer noch nicht fertig. Nee, das ist ja wieder immer noch gebaut, ne? Das dauert eben seine Zeit. Das ist ja immer nicht so schnell. Also Fehlersuche wegen Unzufriedenheit. Ja, das habe ich ja schon raus. Ich weiß ja, wo die unzufrieden waren. Wenn das passiert ist, ne? Dann kann man das ja ratzifazieren. 17 Grad. Das ist ein bisschen knapp, ne? Also hier ist wirklich der Wurm drin. Also da müssen sie unbedingt mal das Ding hier updaten. Updaten, also updaten. Das passt so nicht.
Du kannst mir nicht erzählen, dass ich 26 Professoren brauche für 47 Studenten. Also das ist sowas von... passt überhaupt nicht. Es kann sein, dass es im Osten so war, ne, dass du deinen eigenen persönlichen Professor hattest, der so deine Temperaturen, ja, Gottes Willen, ja, Mensch, Leute, 34 Professoren. 34, was? Was ist denn hier los? Alter. So, was wollte ich jetzt gucken? Genau, das haut hin. Haut nicht hin, wir wissen ja genau, dass hier so ein bisschen klemmt. Wo kriegen wir denn, warte mal, war es hier oben gut? Was war denn hier? Arbeiter, Kinder, gut, das wissen wir, das ist alles, ja. Das Gemecker hoch 12, das wissen wir, das kennen wir ja. Wollen wir mal gucken wegen warmem Wasser. Wie war das hier oben denn? Eine Sekunde. 50, ich klemmt das auch ein bisschen, ne? Also hier ist ein bisschen so der Engpass. Wenn ich jetzt wüsste, dann können wir gucken, wo das herkommt. Wo haben wir denn die Heizung? Von da. Ganz von da hinten? 400, Alter, Freund, das ist natürlich ein ordentliches Ende, ne? Setzt doch eine E-Heizung. Ja, klar, würde ich gerne machen. das haben wir. Nee, haben wir nicht. Wir müssen sehen, dass wir irgendwie was rankriegen. Warum kriege ich denn von da oben? Wie weit ist das denn weg? Ist das noch ein... Okay, das ist noch ein bisschen weiter weg. Da kommen wir nicht ran. Aber das Ding ist auch schon überlastet, glaube ich, ne? Was haben wir denn hier? Maximum Drain, was haben wir hier? Totalkapazität auf 127%. Okay, da sind wir auf 45%. Das sollte überhaupt kein Problem sein. Das müsste gehen. Die Anschlüsse, wir haben zu viele Anschlüsse, das ist richtig. Aber Kapazität müsste passen. Heizkraftwerk ist überlastet. Meinst du das? Du meinst, das Heizkraftwerk ist überlastet? Sieht nicht danach aus, würde ich sagen. Oh. So, gut. So, das läuft. Mal sehen, dass ich da irgendwie... Was haben wir hier denn? Ja, da sagt mir nichts, ne? Da sagt mir nichts. Verteiler. Hier ist noch ein Verteiler. Aber da noch irgendwie... Nee, was macht das? Geht ja... Der geht ja dahin, ne? Achso, der ist ein bisschen überlastet. 583%. Da ist jetzt ein bisschen Oberkante. 208%. Okay. Ja, sehe ich ein. Das ist ein bisschen, ja. Aber ich meine, wir kriegen die Hütte ja warm. So ist es ja nicht. Mist, was machen wir denn da? Für das eine kleine popelige Ding hier noch ein Heizkraftdings hinzustellen, ist ja für den Eimer, ne? Das wäre Blödsinn. Wir kriegen da mehr ran. Ich könnte noch ein Röhrchen abzweigen. Also Rose genug da. Da könnte man noch was ranbauen. Die eine E-Heizung reicht... Die eine EH rechnet doch mal aus. Die 1000 Quadratmeter sind schnell. 1000 Kubikmeter sind schnell zu wenig. Und mit jeder Pumpstation sinkt die Vorlauftemperatur. Okay. Wo sind wir denn hier gelandet? Ja, das stimmt. Das haut hin. Richtig, Katral. Vielen Dank dafür. Die Discord-Adresse hat sich geändert. Das muss ich unbedingt noch ändern. Das hier verstehe ich auch nicht. Hier liegen 5 Millionen Tonnen Holz rum. Warum wird das nicht weggesammelt? Das ist ein bisschen Panne. Keine Ahnung, was wir da machen sollen. Ich weiß es nicht, vielleicht aus dem Workshop für tatsächlich diese E-Heizung raussuchen, aber andersrum ist unrealistisch. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass so eine große Universität mit E-Heizung hantieren. Vor allem nicht in der Zeit. Weiß ich gar nicht.
So, Sekunde. Gut, so wieder da. Ich glaube, ich habe mir echt darauf gesagt, mein lieber Freund. So, ich würde sagen, dann bauen wir hier eine E-Heizung ein, aber wie gesagt, das machen wir heute nicht, weil das muss ich erst runterladen. Das müsste ich erst raussuchen und so weiter. Und dann will ich nochmal gucken, ob das überhaupt passt. Es wurden nicht alle Gebäude an die Zentralheizung angeschlossen. Doch, wurden sie. Alle. Es wurden alle Gebäude an die Zentralheizung angeschlossen. Das ist kein Wohnhaus, wo jetzt keine, wo es nicht warm ist. Was wollte ich jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ich lasse mal ein bisschen die Zeit laufen. So. Was macht der denn hier? Oh, 120 Leute. Juhu. Hier oben ist was los. Der sammelt raus. Ja, vielleicht. Eventuell. Das macht er, glaube ich, ne? Irgendwas lädt er auf hier. Oh ja, doch. Mechanische Komponenten. Hm. Den sollte ich vielleicht mal reinholen und mal ein bisschen überarbeiten, weil... Ach hier, warte mal. Was haben wir denn da Feines? Stahl ist auch da. Können wir reinfahren und Stahl holen, weil das ist ja... Gibt's im Workshop? Ja, wie gesagt, schreibe ich mir auf. Da habe ich mir aufgeschrieben. Schreibe ich mir auf. Das mache ich sofort. Eine Sekunde. Das ist wieder großartig. Da heißt man ein Büro und kein Kuli. Kein Schreibtisch. Das ist doch wieder nicht zu fassen. Das ist doch so typisch, ne? So typisch! Jetzt habe ich es hier. E-Heizung. Mal sehen, ob ich das finde. Wenn wir ein Atomkraftwerk in Gange haben, da brauchen wir gar keinen. Da wird nur noch EGB geheizt. Fertig. Nichts mehr mit hier. Fernwärme. Sparen wir uns auch die Kohle. Wenn es denn irgendwann fertig ist. Aber ich meine, also auf jeden Fall in den. Also bevor dieses Let's Play zu Ende ist, ist das Ding fertig. Da bin ich mir sicher. Da bin ich mir sicher. Da sind Mitarbeiter drin. Okay, ja gut. Ist klar, das ist temperaturtechnisch Dezember ein bisschen kalt. Aber dann, wie gesagt, für nichts mal. Ich weiß gar nicht, was wir machen sollen. Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt gerade machen sollen. Weil das hier oben wird immer noch gebaut, ne? Da sind wir noch fleißig bei. Fehlende Ressource Stahl. Ah, da haben wir ja tonnenweise von, so ist es ja nicht. So, hier sind auch Leutchen, die arbeiten hier, ne? 15. Ja, das AKW, das dauert halt eben so lange. Und wenn das 20 Jahre dauert, also 20 Jahre, werde ich das Let's Play auf jeden Fall nicht machen. Du musst ja auch nicht zugucken, das muss ja nicht sein, nicht? Auf jeden Fall das die Aufbereitungsanlage, die habe ich schon. Die habe ich schon, die muss ich bloß noch bauen. Die muss ja irgendwo mal reingepflanzt werden. Ich weiß gar nicht, wo die ist. Wir können mal schauen. Die habe ich auf jeden Fall gefunden, habe ich die. Fabrik, da, Fabrik. Und zwar... Ja, wunderbar. Find die mal. Find die mal. Was haben wir hier denn? Chemieanlage, das ist sie nicht. Was haben wir sonst hier? Ach nee, warte, das. Frucht- und Apfelfarbe. Oh, cool. Da ist sie. So, da ist sie. Als wenn ich blöde bin, weißt du? So, manchmal kommt mit mir vor. So, da ist sie, das gute Stück. Das muss irgendwann mal hier ran. Jetzt zwar nicht jetzt, aber irgendwann. Das passt sogar nicht hier ran. So, sehr schön. Wie kriege ich denn, da sind Eingänge, wo ist die Straße? Ach, wir haben zwei Straßen hier sogar. Das ist ja großartig. Ach Mensch, du sollst dich mal wundern. Du sollst dich echt mal wundern. So, da müssen wir aber irgendwie mit Gabelstapler hantieren, sonst kriegen wir das hier nicht rein. Das wird nichts.
Oh, das passt sogar. Da sollen wir aber nicht hin. Wir sollen dahin, ne? Dahin. Genau. Also nehmen wir ein Stück von dem Gebäude. Das ist irgendwie zu lang. Auf ein Ende. Das kriegen wir hin. Dann müssen wir bloß sehen, dass wir die andere Seite da oben angebaut kriegen. Aber da müssen wir halt eben mit Gabelstapler hantieren, wenn das so sein sollte. Kann ich hier... Was für eine Infrastruktur? Ach, da haut's hin. Okay. Gottes Willen, habe ich mir richtig einen aufgesagt. Furchtbar. So, das Ding müssen wir auch noch haben. Ich weiß nicht, warum hier gerade... Pass mal auf, kriegen wir das hin? Ein bisschen hier, ein bisschen begradigen, so. Ach hier, wir müssen mal Stäbe wegmachen, so. So, ich hoffe, das geht so. Schade, dass man den Schummel nicht. Warte mal, ich habe hier. Ich weiß nicht, ob da noch ein Mod dazwischen ist. Ich weiß nicht, gerade bist du ein Mod, ne, wa? So, ich lasse es mal erlauben hier. Warte, ich muss wieder. Ich muss hier gerade raustappen. So. Mein Bot ist ein bisschen. Sehr genau. Ein bisschen pingelig. Ich meine, das ist auch richtig so. Gabelstapler funktionieren bei den Castor-Behältern nicht. Okay, also können wir nicht nutzen. Na gut. Gut, können wir dieses Recycling-Dings da nicht benutzen, dann müssen wir sehen, dass wir irgendwie was anderes, dass es irgendwann mal was anderes kommt. Das Gebäude ist eine Einbahnstraße. Okay, wer hat sich denn so ein Mist ausgedacht? Stimmt, sind Einbahnstraßen. Okay. Gut, also kriegen wir bei uns keine Recyclinganlage rein, weil das können sie im Westen machen von mir aus. Das, dann schicken wir den Mist hier in den Westen. Fertig. Da kennen wir nichts. So, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was wir machen sollen. Ich habe echt keinen Plan. Hier wird noch gebraucht, wie groß. Wir können echt nur rumgucken. Oder, ja, ich weiß es nicht. Ich habe echt keine Ahnung. Nee, du. Das Schlimme ist, ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Echt nicht. Ach, was fehlt uns denn noch? Uns fehlt noch so einiges, ne? Mechanische Probleme haben wir hier, aber Chemie haben wir noch gar nicht, ne? Eine Chemiegeschichte wäre auch nochmal eine interessante Sache. Lass mal kicken, lass mal gucken. Was haben wir denn hier? Chemie, was brauchen wir denn dafür? Chemiestation. Gott, auch immer, die müssen wir auch noch bauen. Und wir haben echt nicht genug Ressourcen, um die alle zu bauen. Das ist ja, das dauert Ewigkeiten. Wann ist das denn mal, ne? Dass wir erstmal den Strom hier irgendwie rankriegen, weil das wird ja auch 50 Jahre dauern. Vielen Dank, Eki, und ja, ne? Bis denn. So, ja gut, ich meine, ja, da müssen wir halt eben, gucken wir einfach mal ein bisschen bloß. Das Dumme ist ja, wenn ich, das ist ja eine YouTube-Folge und sie ist ein bisschen lahm, weißt du das? Wie gesagt, ich kann nichts machen. Ich weiß nicht, was ich machen soll, Fanny. Hier wird gebaut, da ist noch nichts soweit, da fehlt noch immer Stahl. Das schaffen wir aber gerade runter. Ich weiß gar nicht, wo der... Hier ist so viel Stahl hier oben, ne? Hier ist so viel Stahl. Aber ich will das ja auch wieder nicht wegräumen hier, ne?
Am besten ist, pass mal, wir lassen noch mal einen LKW fahren. Haben wir noch irgendwo... ein Baudepot oder sowas, das wäre doch mal cool. Was haben wir da? Hier, pass mal, auf den LKW. Pass mal, wollen wir im Westen was Schnelles, Fixes? Was haben wir hier? Was kann der denn transportieren? Stahl. Oh, cool. Das ist auch einer mit Stahl. 110.000. Was? 20 Tonnen Stahl. Jungs! Die ist natürlich auch assig teuer, ne? Aber andersrum, 110 Klamotten, den nehmen wir doch mit. So, mein Freund, hast einen Auftrag. Pass mal auf. Und zwar, Stahl. Wo ist das hier? Da. Hier runter karren. Wie ich das finden würde. Da. Dahin. Hühot. Fahr los. So. Ja, dann schauen wir ein bisschen zu, ne? Wir können eine Runde mitfahren hier. Im tiefsten Schnee treiben. Im tiefsten Schnee treiben fahren wir einfach eine Runde mit. So, dann nehme ich mal aus. Achtung, Kopf einziehen. Kopf einziehen. Achtung. Hat gerade noch so geklappt. Erstmal tanken. Genau, stimmt. Ich muss noch tanken. So, wir hätten das Ruhr da gebaut. Furchtbar. Oh, oh, Vorsicht, Vorsicht. Eieiei. Jetzt weiß ich gar nicht, müssen wir abbiegen? Ah, erstmal tanken, stimmt. Ich fahr weg hier, komm. So. Sie ist ja auch nicht voll machen. So. Wir müssen hier abbiegen. Achtung. Hier müssen wir. Oh, Vorsicht, Vorsicht. Oh, Vorsicht, was hat er denn vor? Warum dreht er denn um? Hat keinen Zweck mehr oder was? Ach du Schande. Oh, Geisterfahrer. Alter. So, hier müssen wir abbiegen. Hier müssen wir. Ja, genau. Und jetzt hier, ne? Vollgas voraus. Nee, warte. Hier war nochmal abbiegen, ne? Hier rum, ja, genau. So, schön. Ein bisschen zu enge Kurve hier. Aber es ist ja. Es klappt schon, ne? So. Oh, ha, Mist. Ah. Jetzt haben wir ein Cabrio. Gut. Oh, was ist hier los? Stau und stockender Verkehr. Was ist los? Und da liegen 5 Millionen Tonnen Holz. Warum wird das nicht weggekarrt? Ach, du Scheiße. Was macht der denn hier? Wo bist du mit deinem Stahl hin, Freund? Sollte ich da jetzt nachschauen? Auch das Blitzen an dem Oberleitungsgeschichte, ne? Ist schon cool gemacht, ne? Finde ich ja mal richtig schön. Oh, mein Handy hat gebibelt. So. Nein, jetzt fahren wir hier so Schneefluch hinterher. Oh, Gottes Willen. Na gut, die müssen ja alles auch mal ihre Arbeit erledigen, ne? Und wir brauchen keine Schneeketten. Oh, die Pink Bus ist hier. Die Rohre sind zu tief. Nee, ich glaube, das Auto ist zu groß. Aua. Habt ihr gesehen, wie der Anhänger so geschlittert ist? Ich glaube, ein bisschen glatt ist das immer noch. So, geh mal richtig Gas jetzt hier. Los. 100 kann der Hobel haben hier. Ich weiß gar nicht, warum ich mir so einen aufgesagt habe. Furchtbar. Ach ja. Aber es ist eine schöne Gegend, ne? Eigentlich eine schöne Gegend.
Relativ. Ach ja. Da kommt der coole Klauer. Oh. Hier ist auch ein kleiner Bug. Höchstwahrscheinlich. Die Schiene hängt ein bisschen hoch. Also es geht alles, ne? Es ist ja kein Problem. So. Rettungswochen ist. Ach, hier ein bisschen hoch hinauf, stimmt. Ach Mensch, was eine Steigerung. Da liegt tonnenweise Stahl rum. Guck dir das mal an da. Ja, Jungs, aufladen, ne? Schön aufladen und dann gleich wieder zurück. Was jetzt auch cool wäre, wenn ich mich bewegen könnte mit der Maus, ne? Oh Gott, hallo? Warte? Nee. Ach so, siehst du. Ach, wir gehen da nicht rauf. Da ist doch noch massenhaft Platz. Hier vorne noch, da passt was hin. Schiebst das ein bisschen weiter nach vorne, passt da hinten auch noch was hin. Aber der soll nur nicht durchbrechen, ne? Wäre schrecklich, wenn der das machen würde. So. Wie ist denn die Lage hier oben? Das ist alles gut. Was haben wir hier? Krankenhaus, Ärzte sind vorhanden. Behandelte Patienten, irgendwie werden ja auch genau. Behandelt werden sie auch. Einige sind dann. Eines, da ist jemand krank. Ne, aber der Rest ist dann eben Zeitvertreib da. Wie andere Leute zum Kiosk gehen, sich deine Zeitung holen, ne, gehen andere Leute zum Krankenhaus, zum Doktor. In die Notaufnahme. Weil da liegt immer was rumzulesen. Du kriegst auch günstig Kaffee. Ja, gestreamt haben wir, wie gesagt, bis 1 Uhr, ne? Also, cooles Ding. Das Game schockt. So. Ja, aber das folgt, ne? 2,7 Millionen. Also man könnte ja lieber ein bisschen was ausgeben, aber andersrum. Hm. Wohin? Ne? Wir müssen erstmal ein paar Sachen fertig haben. Das nützt ja nun mal nichts. Oh. Und das klappt gerade noch. Wie gesagt, wir müssen erstmal ein paar Sachen fertig haben. Wupp, geh mal raus hier. Was kostet, was kriegen wir denn dafür? Wenn wir es verkaufen würden. 22 Tonnen, 22.700. Hm, Geld ist Geld, ne? Stimmt, genau, jagen wollen wir auch noch. Müssen wir auch unbedingt. Unbedingt. Ach, hier ist was los. Ach du Schande, hier ist was los. Alle wollen sie Stahl. Scheiß auf die Platten, wo ist der Stahl? Jungs, wir kommen schon. Wir sind schon gleich da. Also, warte, Sekunde. Hallo. Ich habe Stahl mit. Ihr müsst das mal so wieder abziehen. Tut mir leid. Ja, Jungs, ihr müsst jetzt mal so ein bisschen hühot. Ach du Schande, er klaut gleich den ganzen Stahl. Wie findet er damit? 13, mehr geht nicht. Und wo sollst du hin? Oh, hier, vor unserer Verarbeitungsanlage. Sehr cool. Sehr cool. Wie gesagt, aufs Jagen freue ich mich auch. Mal ganz easy going durch die Peri schleichen. Und dann so die wirklich wilden, bedrohlichen Regenwürmer erschießen. Wäre bestimmt lustig. Nein, Quatsch. Auf der Baustelle ist viel Stahl. Aber ich glaube, der Stahlwagen ist unterwegs. Wenn ich den jetzt sehen würde, wo ist denn hin? Warte mal, hier ist kein Stahl.
Wo ist denn der? Wie viel Stahl fehlt denn da? 78 Tonnen. Uiuiui. Okay, das ist ein Stück. Da kommt er. Da ist er. Unser Stahlwagen. Ach, aber die Zeit ist schon wieder durch. Da sage ich doch ganz fix mal. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn es gefallen hat, lasst ein Like da. Schreibt was in die Kommentare. Und nicht vergessen, auf den Abo-Button drücken. Denn so verpasst ihr keine Folge. So wisst ihr ja immer, was auf dem Kanal gerade los ist. Alter, 2. Ich fliege durch. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.